Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Juni hier und herzlich willkommen zum ersten Hitman 3 Let's Play. Ja, Freunde, heute wird viel Gaming ein erneutes Mal zum Leben erweckt. Und zwar haben wir das brandneue Game Hitman am Start. Heute ist das Game rausgekommen, Leute. Großes Dankeschön auch an die Macher, die mir den Code hier zugeschickt haben, damit ich das Spiel für euch Let's Playen kann. Und ja, endlich geht dieses Projekt los. Ich habe so lange drauf gewartet, es soll eines der geilsten Games in diesem Jahr werden. Also so wird es gesagt. Und deshalb werden wir uns mal davon überzeugen lassen, ob es wirklich so ist und was uns hier bei diesem Game erwarten wird. Ich habe die alten Teile damals angetestet gehabt, aber ich kann mich da auch nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt alle aufeinander aufbauen, ob man die Story davor genau wissen muss. Aber das werden wir alles sehen. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem, Leute, was ich ziemlich schade finde. Ist es kein Problem, aber ich finde es schade. Das Spiel soll angeblich nur eine Spielzeit von 6 Stunden haben. Das heißt, ich werde es, denke ich, jeden zweiten Tag rausbringen, Leute. Und wenn ihr Bock habt auf dieses Projekt, lasst jetzt mal einen dicken Daumen nach oben da. Ich will hier die 10.000 Likes sehen für Hitman. Haut mal Hitman, hättet den Like-Button mal, ne? Okay, dann würde ich sagen, starten wir rein und lassen uns überraschen, was uns hier erwarten wird. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Checkt auch gerne meinen Twitch-Kanal in der Beschreibung aus, meinen Stream-Highlight-Kanal, Instagram. Lasst überall ein Follow da, wenn ihr noch nicht folgt, Leute. Und damit würde ich sagen, starten wir rein. Hitman, here we go. A.K.A. Johnny Sins. Oder wollen die Waschmaschine oder was? Hallo? Okay, Leute, uns wird erstmal empfohlen, eine fortgeschrittene Agentenausbildung zu machen. Ich würde sagen, die machen wir auf jeden Fall nicht einfach ins Gefecht rein, weil wir müssen ja wieder ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Deshalb würde ich sagen, machen wir erstmal die Agentenausbildung und gucken, was uns hier erwarten wird. Ich bin auch mal so auf die Grafik gespannt. Das ist ja die PS5-Version. Also wir zocken nicht auf der PS4-Version, sondern auf der 5er. Wow, guckt euch den Schnee an, Alter! Was ist das denn? Niemals Ingame-Grafik jetzt. Halt's Maul. Ich kann mich einfach jetzt bewegen. Alter. Was ist das für eine Grafik, Mann? Benutzen Sie den Linkstick, um L1 zu rennen? Welcome to the Agent Program Initiate. I'll be waiting for you inside. Red doch mal Deutsch, hallo! Bruder, das ist wirklich ein aggressiver Johnny Sins. Der ist wirklich aggressiv. Mit dem würde ich keinen Spaß machen, Alter. Also wirklich, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Okay, Haare und so jetzt nicht so. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the Handler program. Agents and Handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Okay, jetzt kriegen wir eine professionelle Agentenausbildung. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Also ich fand die Grafik, wo wir gerade draußen standen, besser als diese ganzen Ingame-Sachen. Jetzt sieht's wieder geil aus. Missionstraining. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate. All without arousing suspicion. Oh, unbemerkt. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room.
But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, Initiate. Boah, Leute, jetzt geht's los. Auf Undercover! Bratislava, Kokoslava! Alter, sieht das geil aus. Tests have established, ey, wirklich. You exhibit an unusual level of enhanced sense for perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Okay, stabil, Instinkt einsetzen. Ich guck mal kurz, ob man hier die Sprache oder ob man hier irgendwas noch ändern kann, hier Musik und so. Okay, es geht los, Leute. Boah, das sieht geil aus. Guck mal hier, diese flüssigen FPS, das ist wie bei KFC. Geil, Digga, Alter. Das ist wirklich wie nach dem Hot Wings essen. Okay, wir nutzen jetzt unseren Instinkt mit R1. So, das ist die Zielperson, die ist da drinne. Also unsere Aufgabe ist es so richtig auf James Bond Undercover Leute ausschalten, geile Missionen zu haben. Also das wird krass werden auf jeden Fall. Die Zielperson haben wir, okay. Jetzt müssen wir irgendwie aufs Schiff kommen, ohne entdeckt zu werden. Also wir gucken mal, es gibt bestimmt verschiedene Wege. Vielleicht können wir von einem die Uniform klauen. Ich glaube einfach rein können wir nicht, oder? Lass uns mal versuchen. Sorry, but this access point is restricted. I can't let you through. Okay, listen to him, Baldy. Der Access Point ist restricted. Wir können nicht rein. Okay, ich würde sagen, da ist einer am Kotzen, Bruder. Der ist am Kotzen. Ich sehe das doch schon. Wieso wusste ich das? Hm. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Unser erster Kill, Leute. Der erste Kill des Jahres 2021. Let's go. Why are you doing this? Because, guck mal, ich hab's sogar vorausgeahnt. Ich wusste es. Einfach die Verkleidung von dem nehmen. So. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad initiate. Nicht schlecht, Rekrut, okay. Before you move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. The toilet should do the trick. Oder, also ich sag mal so, ne? Der tut mir schon leid. Ich will den Arm nicht nur das Genick brechen. Der ist schon hier komplett ausgezogen. Hör mal auf, Alter. Ich will jetzt nicht sein Genick noch brechen. Junge, Junge. Lass auf jeden Fall, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Ja, so Bart und so sieht nicht so geil aus, aber Umgebung schon stabil. Okay, wenn, manchmal ist der Untertitel oben. Da muss ich auch drauf achten. So, jetzt liegen hier unsere Trainingskleidung. Okay. So, dann lasst mich da mal auf die Party rein. Speichern und laden. Das Spiel speichert automatisch. Perfekt. Perfekte Miete. Dann können wir Start drücken. Speichern. Easy. Okay. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Ganz normal. Hey, how are you? Fine, and you? Welcome to my... Hold on. That mechanic with his back... Was? Aufpassen, Personen, die mit dem Bedrohungslevel markiert sind, werden sie verdächtigt finden. Okay? Achten Sie darauf, nicht von ihnen gesehen zu werden. Turned, he's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. Ah, okay. So stay out of his line of sight. You're in. Well done, initiate. Der darf mich nicht sehen. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Bruder, der macht Rille. Hola, chica. Wir haben Ernesto Alexo Santos Avero. Auch genannt Johnny Sins. Hallo? Na du? Aber I want Cork. Okay. So, dann schauen wir uns erstmal ein bisschen hier um. Wir müssen... Männertoilette. Gib mal deinen Anzug her, Aufmerksamkeit zu. Jemand verdächtigt sie, wenn sie in einem Bereich gesehen werden, zu dem sie keinen Zugang haben, mit unerlaubten Objekten hantieren oder verbotene Aktionen durchführen, versuchen Wachen sie zu verhaften. Okay. Hey, it's not like I'm antisocial. I just don't like you. Please leave. Ja, ich hab nur... Was soll das denn platzieren? Oh mein... Ich will das doch gar nicht... Hallo! Hey! Jawohl. Was können wir denn hier platzieren? Ey, Bruder! Ich wollte doch nicht den Feuerlöcher nehmen. Aber er kann doch nicht einfach so als Mechaniker hier auf die Party rumgehen. Deshalb habe ich gedacht, auf der Toilette. Ich habe eine Idee, Digga. Ich werde mir die Kleidung von dem auf der Toilette klauen. Weil ich kann doch nicht hier als Mechaniker auf die Party, Digga. Wie sieht's aus? Oh, sorry, sir. I'm in the middle of something. Bring ihn um. So. Ich mache das mal nach meinem Instinkt, Leute, ja?
Hallo, wie kann ich nicht deine Kleidung nehmen? Bruder, ehrlich, bei dem Genick brechen, ehrlich. Bitteschön. Be advised, Initiate. ICA clients rely on our discretion and do not expect collateral damage. Scheiße, Digga. Ich hab den einfach umgebracht. Ich weiß nicht, wohin mit dem. Tu den in die Mülltonne, hallo. Ach, du Scheiße. Was hab ich gemacht? Gar nicht gut. Ja, super. Jetzt mache ich die Türe auf und dann sehen die mich. Ey, ist gar nicht gut. Ja, der hat zu viel Rille gemacht. Der hat zu viel Rille gemacht, Leute. Deshalb, lass den einfach mal hier liegen. Ach, du Scheiße. Schnell mal die Tür zu. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, ehrlich. Ja, nicht so unten, nicht so. Hallo, steh mal auf, berückt. Ganz normal, jetzt einfach. Ey, ich habe wieder viel zu kompliziert gedacht, Leute, ehrlich. Ich habe wieder viel zu kompliziert gedacht. Ja, oh, Party. Okay. Oha, Gegenstände werfen. Wenn die Personen mit stumpfen Gegenständen werfen, werden diese bewusstlos und fallen und nicht eliminiert. Falls sie gefunden werden, werden sie aufgeweckt. Okay. Aber warum soll ich den angreifen? Würde auch keinen Sinn machen, ehrlich. Bruder, der sieht einfach aus wie mein Bruder. Ja, super. Und jetzt? Ich kann doch nicht hier einfach jetzt umdrehen. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Ah, der hat seinen Bodyguard, seinen Security. That is your target, Mr. Ritter. Unfortunately, the place is crawling with witnesses. This is not the goddamn I suggest hangar, you follow son. Him. See can't if you can't isolate him. Grease monkeys tinkering about here, okay? To be expected. Ritter's private deck is off limits for mechanics. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. Ich hab schon vorausgedacht. Verkleiden Sie sich als Besatzungsmitglieder der Yacht. Okay, Besatzungsmitglieder der Yacht, das heißt als hello. Einer der da, wie der da hinten. Okay. Ah, der geht aber auch. So. Warte. Scheiße. Ich bin abgerutscht. Pack dir den schnell. Bruder, sorry. Ich bin abgerutscht. Tut mir leid. Was kocht ihr da für eine ekelhafte Suppe, Alter? Boah, wow, okay. Richtiger Johnny Sins, Alter. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. Ab in die Gefriertruhe mit dem. Okay, so, jetzt können wir hoch. Die Sache ist, manchmal, wenn ich nach oben gucke, der Controller, der guckt einfach so nach oben. Das Problem hatte ich auch mal bei NBA. Ich weiß nicht, ob mein Controller kaputt ist. Guck mal, der guckt voll oft einfach so nach oben. Infiltrieren Sie Ritters Privatdeck, okay. Hello, Sailor. Hello. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. The target will spot you if you get too Ritter close. Ritter kennt seine Crew. To eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. Okay. This is the universe's way of telling you to quit. To get out of the game while you still chew your food. A sparrow. Blending in, I see. Well done, Initiate. They don't exist. Well, not with that attitude, they don't. Hervortreten. Aber, Bruder, der hat einfach meinen Zwillingsbruder als Bodyguard, der Typ. Das ist gerade einfach, wie gesagt, unsere CIA-Testmission. So, warten und beobachten Sie die Zielperson. Wir gucken erstmal. Vielleicht musste er gleich kacken oder irgendwas. Ich hätte zu viel Hot Wings gegessen. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. Ich habe eine Idee. Wir können den Drink vergiften. Six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This okay. could be useful. So, wir folgen mal der Zielperson. Boah, hier sind aber Greetings, Mariner. Ein paar Granaten. Ich hoffe, wir können. Clearly, Ritter doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Bruder. Yeah, I like that uniform.
She can't come through here. Bist du Johnny Sins oder ich? Guck dir das mal an. Wie siehst du denn aus? Hä? Bist du eine Bombe? Denkst du auch noch, Zwillingsbruder? Okay, wir müssen jetzt irgendwie von hinten reinschleichen. Schleichen sie sich ins Büro. So, what is it anyway? Some type of reactor? Well, okay. Not just a reactor, Mr. Ritter. Deckung, Kreis. More of a revolution. 50 years ahead of its time. Maybe even more. Maybe 75. Beobachten Sie das Meeting. Ist unsere Aufgabe gerade. I don't mean to boast, but whoever makes it. Früher war das Spiel aber noch auf Deutsch, ne? Das ist leider auf Englisch. Ich hätte es mehr auf Deutsch gefühlt. Well, I'm rooting for you. Now is your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Oh mein Gott, Digga, jetzt geht's los. Sexy, Digga. Eieiei. Oh, give me a second. Verboten. Die Benutzung bestimmter Objekte ist abhängig von ihrer aktuellen Verkleidung verboten. Erregen Sie keinen Verdacht, indem Sie die fraglichen Gegenstände verbergen. Okay. It's just on the tip of my tongue. Maybe your childhood. So. Your target is down. Now head calmly towards an exit. Ganz easy. Oh, wie geil mit dem Schalldämpfer, Alter. Richtig geil, Mann. Oder einfach verkleiden. Nee, scheiß drauf. Wir sollen ja eh jetzt einfach rausgehen. So, wie können wir die Waffe wieder verstecken? Das würde ich mal gerne wissen. Wie können wir die Waffe wieder verstecken? Oder macht er das automatisch? Weil... ich muss die Waffe weg. Pack die Waffe weg. Wie kann man die Waffe wegpacken? Das würde ich mal gerne wissen. Warte mal, Objekt ablegen? Nein, nicht ablegen, Mann. Ah, okay. Ja gut, genau das meine ich. Fällt das nach oben? The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Okay. Geh ganz normal runter, Bruder. Du hast nichts gemacht. Was wollen die, hä? Du bist hier einfach nur auf einer Party. Ganz ruhig. Wir gehen hier wieder vom Bord, als wäre gar nichts passiert. Ganz easy. Finden Sie das Fluchtfahrzeug. Easy. Und tschüss, Männer. Ich habe doch gar nichts gemacht. Guck, genau so. Das ist richtig geil. Du musst hier voll auf Undercover unterwegs sein. Und das ist ja nur das, das Intro. Also es wird noch richtig, richtig geil werden. Hammer, Hammer, Alter. Sehr nice. Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Jawohl, Digga. Leute, wir sind drin. Wir sind drin. Das war das Intro des Games. Wir haben uns ein bisschen warm gespielt. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They could only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... perhaps it would be better to just... give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Okay, mal gucken, was jetzt kommt. Ich glaube, das Training wird noch... Welcome back, Initiate. Was? Achso, es geht noch As weiter. An ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Mit einer anderen Strategie, okay. Freies Training. Vor Ihrer Abschlussprüfung dürfen Sie noch einmal den Ritterauftrag durchlaufen. Sie können Ihre Vorgehensweise frei wählen und sich an den Herausforderungen orientieren. Wir empfehlen Ihnen, so viele wie möglich zu absolvieren. Okay. Also wir haben jetzt hier verschiedene... Guck mal hier, gehen Sie als Wachmann verkleidet an Bord der Yacht. Aufgabe, töten Sie das Ziel durch einen Rettungsinselunfall. Ach du Scheiße, Digga. Platzieren Sie eine Waffe, sodass eine Wache Sie findet. Der Aufräumer, verstecken Sie das Ziel in einem Schrank. Boah, Bruder, das ist krass. Das sind so Herausforderungen, die man machen kann. Finden Sie das Rattengift. Finden Sie die Verkleidung der Yacht. Als das vergiften Sie das Ziel mit Rattengift, Bruder. Okay. Ja, jetzt können wir mal gucken, dass wir es ganz ein bisschen anders angehen. Nehmen wir vielleicht mal eine Uniform von der Polizei nehmen hier oder sowas. Ne? Das geht natürlich auch. Wir gucken einfach mal, Leute. Ich würde sagen, ich überlege einfach mal. Ah, was liegt denn hier alles? Blendgranate haben wir noch. Wir haben Dietrich. Das hatten wir, glaube ich, vorhin nicht gehabt, oder? Münze?
Okay, wir haben Münzen. Eine geworfene Münze, eine effektive Methode, jemanden abzulenken. Ah, okay, okay. Hier haben wir dann eine Fernlenkladung, glaube ich. Oha! Ja, gut. Ich glaube, damit werden wir aber nicht so unauffällig sein. Wie können wir die Waffe denn wegstecken? Ich glaube, einen müssen wir einfach ablegen. So, und jetzt haben wir... Aber wenn wir die jetzt so nehmen und hinten drauf haben, ist, glaube ich, auch nicht so unauffällig, oder? Ich würde sagen, wir holen uns... Ah, wir werden jetzt schon von den anderen gesehen. Okay, weil wir halt eine Waffe auf dem Rücken haben. Ja, das ist dann jetzt nicht so nice. Aber egal, ich packe mir erstmal jetzt den hier wieder. Ich würde sagen, das schneide ich euch so ein bisschen zusammen hier. Damit wir nicht nochmal alles komplett von neu sehen müssen, oder? So, aber wenn er jetzt die Waffe auch auf dem Rücken hat, dann macht es keinen Sinn, die Waffe zu behalten. Ne, macht gar keinen Sinn. Ja, wenigstens nicht wie bei GTA, dass der die Waffe irgendwo reinsteckt, so wisst ihr. Das macht auch keinen Sinn. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, Leute, wie wir vorgehen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder in die Küche. Packen uns den einen Schwanz hier, der hier drin ist. Zack, nochmal Türe wieder zu. So, und jetzt kriegt er erstmal einen dicken Headshot von mir. Zack, und puh, ins Gesicht rein. So, jetzt nehmen wir mal seine Kleidung und erlaubte Aktionen erregen Aufmerksamkeit. Ja, aber hier ist doch niemand. Kann mich doch niemand nerven. Okay, dann haben wir den so. Packen uns den ab in die Gefriertruhe. Okay, wir können auch nach oben. Wir brauchen vielleicht erstmal eine Polizeiverkleidung. Eine unserer Aufgaben war es ja auch, eine Polizeiuniform zu kriegen. Haben wir irgendwo einen Polizisten an Bord, der alleine unterwegs ist, den wir alleine irgendwie holen könnten? Hier oben sehe ich auch keinen. Oh, da haben wir einen. Schnell, pack dir den, pack dir den, pack dir den. Der darf... Okay, den haben wir. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Ich weiß es gerade selber nicht. Wir müssen ihn irgendwie erstmal verstecken. Aber erstmal nehmen wir seine Kleidung. Ganz vor, ganz, ganz ruhig. Erstmal nehmen wir seine Kleidung. Nicht, dass hier gleich jemand hochkommt. Davor habe ich halt Angst. Dass hier jemand hochkommt von dem. Okay. Aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr vorgegangen seid. Es gibt ja verschiedenste Methoden. Da haben wir doch eine... Die Kiste ist, glaube ich, ein bisschen zu klein, oder? Um den da reinzupacken, oder? Passt er da rein? Waffenkisten. Ah, okay. Sollten herumliegende Waffen aufgefunden werden, wird ein Wachmann sie in einer solchen Kiste platzieren. Das wird ihn eine Weile beschäftigen. Okay. Den können wir da nicht reinlegen. Deshalb legen wir den erstmal ganz unauffällig hier hin. So. Okay. Wir können immer noch den Sprengsatz zünden. Wir haben immer noch eine Brechstange. So, also hier oben ist eigentlich gar nichts los. Am Ende packe ich mir einen Helikopter und fliege einfach weg damit. Also einfach aus Holz oder was ist das? Ach, keine Ahnung. So. Okay, Unfälle. Sie können die Rettungsinsel auf das darunterliegende Deck fallen lassen, indem Sie eine Brechstange benutzen oder eine Explosion auslösen. Ah, okay, okay. Das heißt, wenn er da drunter wäre, könnte man das einfach auf den fallen lassen. Wo ist der denn? Mal. R1. Okay, ich hab ihn. Oh, oh. Bruder, ich muss hier weg. Oh, 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 oh. Sie haben eine Herausforderung abgeschlossen. Durch den Abschluss von Herausforderungen erhöht sich Ihr Meisterschaftslevel. Im Menü finden Sie vollständige Scheiße. Ich habe jetzt einfach den gemacht. Oh, oh, ich muss jetzt hier weg. Ich muss jetzt hier weg, Digga. Pack die Brechstange weg. Ich muss jetzt hier weg. Ganz ruhig. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ich habe einfach nur gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Was ist denn da bloß passiert? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich gehe jetzt erstmal weg vom Bord. Ja, ich dachte mir, komm, wenn der jetzt da drunter steht, warum machst du das nicht? War doch gerade ein passender Moment, Leute, oder? Was sagt ihr? Kann man mal so machen. Ja, es gibt immer verschiedenste Methoden. Ihr habt ja gesehen, wie viele Herausforderungen es gibt. Das war jetzt einfach mal ganz spontan. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance, you have only to let us know. Okay. Ja. Das war jetzt ganz cool. Okay, wir machen jetzt die Abschlussprüfung. Weiter trainieren. Also wenn man Bock hat, kann man das öfter machen und verschiedene Sachen machen. Aber wir haben jetzt einmal schon was Neues probiert. Deshalb geht's jetzt in die Abschlussprüfung rein. Abiturprüfung. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied?
Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course, but frankly, it's as if the Earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. I'll be watching. Okay, jetzt kommt das Abschlusstraining, glaube ich. The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. Ach, Scheiße. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, Initiate. Okay, das ist die Abschlussprüfung. Die machen wir heute noch. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Okay. Das sieht schon geil aus von der Grafik. Belauschen. Okay. Did you print out the safety protocol for the jet? It's on the clipboard. Look, we really have to do this, all things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Okay, Story Mission auf. Sie haben wichtige Informationen gesammelt, die Ihnen helfen, Ihre Mission auf spezielle Weise abzuschließen. Folgen Sie der Anleitung, um dieses Wissen Ihrem Vorteil zu nutzen. Drücken Sie Start, um die Anleitung anzuzeigen. Okay. Oder ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, okay, Touchpad. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet. But first, he needs to test the jet's safety features. Huh. Say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism. Sicherheit geht vor. You could presumably get Knight... Sicherheit geht nicht vor. Springen Sie über den Zaun. Ich nehme den Hammer auch nochmal mit, ne? Du bist Hammer! Right, let's get you inside. You'll need a fitting disguise. Die helfen uns jetzt ja auch zum Glück ein bisschen. So, wir gucken mal, haben wir eine Münze? Ja. Okay. Den lenken wir ab. Might have a possible disturbance. Keep posted. Okay, den haben wir abgelenkt. Perfekt, das heißt, wir gehen jetzt. Hey, come out whoever you are. Wer sieht mich denn da? What the? Was soll ich machen, Leute? A guard uniform should do nice. Geil. Die Vegetation. But you'll need to draw him out and isolate him. Ja, super. Wie soll ich das denn machen? Weil das Problem ist, die da hinten gucken die ganze Zeit. Ich werde jetzt die Münzen... Warte mal. Wir haben hier keinen in diesem Blickfeld. Auch keine Kameras, glaube ich, oder? Haben wir Kameras hier? Dann würde ich nämlich die Münze einfach mal dahin werfen. Und wenn der jetzt dahin geht, dann packe ich mir den. Hey, ganz auf Undercover, Leute. I just heard something suspicious. Beruhig dich. Good. He's distracted. Now's your chance. Okay, den haben wir. So. Gib mir deine Uniform. And they say cash is obsolete. So, this uniform should provide access to the hangar. Good job, Initiate. Okay, so, jetzt packen wir den hier ins Gebüsch rein. Ablegen. Perfekt. So. Infiltrieren Sie den Hangar. So, was wollt ihr denn, hä? Oh mein Gott. Hä, ich dachte, die dürfen. Ach, die dürfen mich nicht. Oh oh. Strange. Ach du Scheiße, Digga. Eigentlich kann er den nicht sehen. Der kann den nicht sehen, Digga. Aber der wird sich jetzt fragen, wo ist sein Kollege hin?
La 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 la. Boah, ist mal richtig Laune, Digga. Richtig hier ein auf Undercover James Bond. Das ist nur das Training, Leute. Die Missionen, die werden noch so viel krasser werden, glaubt mir. Das ist nur das Training. Das Spiel geht zwar leider nur 6 Stunden, aber dafür wird es richtig Action beinhalten, glaubt mir. Also es wird echt nice werden. Darf der mich jetzt sehen oder nicht, ist die Frage. Also er guckt mich ja nicht an. Ich darf den jetzt nicht... Das ist jetzt die Frage, weil die gerade, die haben gerade Faxen gemacht. Macht der auch Faxen oder nicht? Nee, der guckt mich nur ganz normal an. Okay, alles gut. Dann gehen wir mal rein. The man is like a sitting duck, staying in Cuba. It's only a matter of time before... Rattengift haben wir. Personen und bestimmte Objekte können vergiftet werden. Es gibt 3 Arten von Giften. Brechmittel zwingen, das Opfer sich zu übergeben, tödliche Gifte, töten das Opfer nach kurzer Zeit, Betäubungsmittel. Okay. Untersuchen Sie das Sicherheitsprotokoll des Jets. Okay. So. Das mal an. I see. In order to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanic's disguise. Okay, wir brauchen... Na, okay, man, die helfen uns hier aber richtig auch mit den Sachen. So, können wir ein bisschen schneller gehen? Okay. Ist hier einer, oder was? Perfect. Now be gentle. He's an actor. Now be gentle, lieber Bruder. Ich bin gentle. Die Frage ist, wo steckt man denn hin? Wo steckt man denn hin, Leute? Okay, hier können wir... In die Kiste geht perfekt. Also nehmen wir den. Packen wir den hier in die Kiste rein. Zack. Okay. So, wir sind verkleidet. Untersuchen Sie den Schleudersitz. Oh, Schleudersitz. Der gute alte Schleudersitz. Aber als ob denen das nicht auffällt, dass einer die ganze Zeit mit einer Glatze... andere Klamotten anhat, oder? Right. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Okay. Schraubenschlüssel. And now to confront your target. Knight's office should be somewhere on the first floor. Get cracking on the 212. It needs a little love. Okay, da ist er. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Dürfen wir das als Flugzeugmechaniker? Oder dürfen wir da gar, dürfen wir gar nicht hin? Reden Sie mit Jesper Knight. Dürfen wir da... Pack erstmal die Brechstange da weg. Dürfen wir da hin oder nicht? Jetzt bin ich mal gespannt, was der sagt. How's the mechanic today? Die Mechanik ist super. How's the mechanic today? Halt die Fresse. Wir können eigentlich den Tee hier vergiften und den Tee mitnehmen. Oder wir können ein bisschen Schach spielen. Egal, wir sollen erstmal mit dem reden. Hallo Jesper. Mache für München. Nähern Sie sich meine Genehmigung. Ah, okay. So, ansprechen, nicht überwältigen. Jesper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ach, must we really? Boah, schöne Frisur, Alter. Begleiten Sie Jesper Knight zum Jet. Ja, ja, der wird noch sein blaues Wunder erleben jetzt, Leute. Der wird sein blaues Wunder erleben. Oh, Jesper. Komm doch mal mit. Ich hab was Schönes für dich. Wir werden auf jeden Fall übermorgen mit der ersten Mission starten, Leute. Aber ich dachte, wir machen erstmal wieder dieses Protokoll hier, damit wir reinkommen in das Game überhaupt. Das ist natürlich auch wichtig. Komm mal, wo bleibst du? Hallo. Ist das nicht unauffällig? Ist das nicht ein bisschen auffällig, meine ich jetzt? Ja, komm. Komm doch mal ein bisschen schneller mit deiner schönen Fliege, hä? Du gehst gleich nämlich auch schön fliegen. Kleiner Wortwitz. Gehen Sie mit Jesper Knight das Sicherheitsprotokoll durch. Okay. So, hier haben wir es doch. Okay. Untertauchen. Wenn Sie mit der Umgebung verschmelzen, können Sie Aufpasser, die Ihre aktuelle Verkleidung durchschauen, nicht finden. Über Ihren Kopf angezeigt. Hey, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. Sicherheitsgurt anlegen. Step 1. Strap yourself in. Ah, okay, wir hätten das die ganze Zeit eingeklemmt haben müssen. Okay, ich verstehe. Okay. All strapped in. Schleuder. Step 2. Locate the ejector seat. Schleudersitz suchen.
Yes, found it. Schade, dass Step 3. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. I never thought they would use a functioning jet. Good thing you didn't disable his parachute. Anyway, you did it. Excellent work, Initiate. Yet Sodas didn't see this coming. Now stay calm and head towards an exit. Hat keiner gesehen. You know that guy who flew in from Moscow? He's the real one. Hat keiner gesehen. Rüberklettern. Hat keiner gesehen. Ey, wie geil war das denn, Alter? Der ist einfach fliegen gegangen. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Und somit sind wir bereit für die Hauptmission. Und das Training ist geschafft. Wir haben uns hier durchgeboxt. Ach krass, guck mal hier. Es gibt so viele Sachen, die man hätte noch machen können, so Herausforderungen. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um jede einzelne Herausforderung zu machen, sondern das Spiel zu zocken. Ja, war auf jeden Fall stabil. Hat Bock gemacht. Jetzt gehen wir mal auf Weiter. Ich glaube, somit ist das Training absolviert. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. Hier sieht die Grafik echt komisch aus bei diesen Zwischensequenzen. He played his hand. Sieht echt nicht krass aus. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. Ah, doch. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. Warum ist die Grafik so That's komisch hier? Not a name. So make it one. All right. Agent 47. Agent 47, Freunde. Und das war das Intro. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen wieder bei der ersten richtigen Mission. Nehmt den Like-Button auseinander, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt auf diese Let's Play-Reihe. Lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht schaffen wir die 10.000 Likes. Und das wird auf jeden Fall eine richtig geile Let's Play-Reihe werden. Aber es wird natürlich nicht allzu lange werden, deshalb jeden zweiten Tag schaltet ein, wenn es wieder heißt, Hitman ist am Start, Agent 47. Und damit würde ich sagen, euer Rillepeter ist raus. Das wird sehr, sehr nice werden. Euer Rillepeter ist raus. Macht's gut, Leute. Und ciao.